Und wir alle hier auf der Bühne freuen uns sehr, dass Sie zu Hause eingeschaltet haben und uns wieder zuschauen oder zum ersten Mal zuschauen. Ich sage Ihnen, das wird ein wunderbarer Abend zum Mitsingen, Mitfühlen, Mitlachen, mit ganz vielen Überraschungen, starken Geschichten und grandioser Musik. Eine Überraschung darf ich schon verraten. Es geht um den unvergessenen Udo Jürgens und seinen langen Wegbegleiter Pepe Liernat. Und das alles mit diesem fantastischen Publikum hier heute in Berlin. Ihr seid spitzenmäßig. Da wollen wir doch direkt starten, oder? Wollen wir starten? Dann machen wir das. Dann starten wir direkt mit meiner Schlagersister. Ja, so nennen wir uns, weil wir uns schon sehr lange kennen und schätzen. Und wer sie schon mal live erlebt hat, weiß, ihre Shows sind musikalische Wohlfühlmomente, voller Emotionen, mit Herz, mit Lebendigkeit und natürlich immer mit ihren großen Hits. Heute hat sie einen neuen Song mitgebracht. Das tut sich doch keiner freiwillig an. Ja, so heißt ihr neuer Song. Wir wollen es, natürlich. Und das immer freiwillig, weil sie ist die Beste. Maite Kelly. Ruf mich nicht an, sonst geh ich nicht an. Gebe dir nochmal eine Chance. Komm noch nicht vorbei, sonst lass ich dich rein. Ich weiß, wir werden nicht nur tanzen. Das tut sich doch keiner. Verwelken nur hier, solche Mühe musst du dir gar nicht machen. Schick mir auch keinen Wein, ich lad dich nicht ein. Du wirst hier auch nicht übernachten. Das tut sich doch keiner freiwillig an, weil die Liebe uns den Verstand nehmen kann. Ich schwor mir nie wieder, nie wieder du und lass es immer wieder. Vielen Dank, Maite Kelly. Was für ein cooler Danke neuer Song. Komponist Rick. Schön, dass du es geschafft hast in meine Show, weil du bist mitten auf Tournee gerade und hast die Zeit gefunden, zu uns zu kommen mit deinem neuen Song. Das freut uns ganz besonders. Du hast gefragt und ich habe gesagt, natürlich, klar. Und du hast auch gesagt, natürlich. Wir müssen Frauen unterstützen. Oh, wir Frauen halten zusammen und wir haben auch noch eine Überraschung, gell? Wir sehen dich nämlich später noch einmal. Maite Kelly, Dankeschön.